Kein Nebel, kein Wind, kaum Strömung und goldenes Licht. Optimale Bedingungen. Und die alte Weser passt auf, dass sich aus einem Pulk unterschiedlichster Schiffe unfallfrei eine Paradeformation gruppiert. Unser Job ist im Endeffekt, dass die Parade so abläuft, wie sie geplant ist, dass wir die Seiten absichern und falls irgendwo Ausfälle sind, dass wir mit unterstützen. Es kann ja auch mal sein, dass ein Schiff Ausfälle hat, dass dann nicht gleich die Schiffe hier in die Böschung reingehen. Um 8.30 Uhr haben sich rund 60 Boote an der Waterfront sortiert und fahren los Richtung Bremerhaven. Diese unterschiedlichen Fahrzeuge, die jetzt gerade auf der Weser sind, waren eine Herausforderung, das haben wir gerade gemerkt. Hat wunderbar funktioniert und sowas hat es noch nicht gegeben. Und wer weiß, ob wir es noch mal erleben. Good morning. Um 8:45 öffnet Nils Hilmer seine Wurstbude in Fegesack. Und kurz danach taucht auch das erste Boot am Horizont auf. Die Atair, ein Forschungsschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt, fährt an der Spitze der Parade. Direkt dahinter die Alexander von Humboldt II. Ein Anblick, den viele hier in Fegesack um keinen Preis verpassen wollen, auch wenn sie erst später davon erfahren haben. Meine Mutter. Ich habe gestern Abend eine Nachricht gekriegt, dass ich heute Morgen mit Mütze, Schal und Handschuhe um 8:30 fertig sein soll. Und dann hat sie mich hierher getrieben. Ich bin alte Fegesackerin hier geboren. Da muss man ja daran teilnehmen, nicht? Schiffe gucken und hören. Es muss schon jeder auf sich aufmerksam machen bei so vielen Attraktionen. Super. Bestes Wetter, was sollen wir machen, ne? Also eigentlich wollten wir auch gerne mitfahren, aber jetzt gucken wir hier, in der Sonne ist auch schön. Das Speedboot der Bremer Wasserschutzpolizei ist als Shuttle ständig unterwegs. Hefensenatorin Claudia Schilling fährt heute mit und das nicht nur auf einem Schiff. Das an Bord klettern meistert sie mühelos. Bei diesem Wetter ist es natürlich auch einfacher, als wenn jetzt strömender Regen gewesen wäre. Dann hätte ich es mir vielleicht auch noch mal überlegt. Wie viele Schiffe werden das heute beim Shipshopping? Das entscheidet Herr Krämer, aber ich habe gesagt, bei 10 ist Schluss. Dann ist Turnerei genug. Dann ist genug. Even Krämer ist als Organisator des Deutschen Schifffahrtstages auch für das Wetter zuständig. Wir haben den Deutschen Schifffahrtstag ja auch gemeinsam gestaltet mit der Deutschen Seemannsmission. Das ist ja ein wichtiger Aspekt und da haben wir gedacht, die haben den besten Draht nach oben und hat geklappt. Und das macht die Senatorin heute zur Frau mit den meisten Schiffskontakten des Tages. Über 15 Schiffe werden es am Ende sein. Wenn bei Sturm und Wetter liegt unser Schiff, die Wogen bricht, fühlt sie der See. Mit Sturm hat gegen 11 Uhr in Brake niemand zu kämpfen. Hier braucht man eher die Sonnenbrille, um die Schiffe ungestört zu beobachten. Die Veranstalter haben sich was einfallen lassen. Eine Schauspielertruppe um Admiral Brommi bildet das Begrüßungskomitee. Das ist ja nicht alle Tage hier, dass man jetzt mal so einen Konvoi verschiedener Schiffe hier am Brake vorbeifahren sieht, zumal der Hafen in Bremen nicht mehr so frequentiert ist, wie das vor 50 Jahren noch war. Insofern ist ein solcher Schiffsverkehr hier schon die Ausnahme. Und das ist schon ein beeindruckendes Bild. Das ist das Flaggschiff. Hat eine Weser-Geschichte. Vor 2 Jahren auf der Fassmerwerft gebaut. Dort auch ausgerüstet mit LNG-Antrieb. Flüssiggasantrieb. Vorbildlich im Sinne des Schifffahrtstages, der Nachhaltigkeit als Oberthema hat. Antriebsausfälle in der Flotte sind heute kein Thema. Und nur zweimal scheucht die Wasserschutzpolizei kreuzende Segelboote aus dem gesperrten Fahrwasser. Insgesamt war das super. Also alle Schiffe konnte man wunderbar sehen. Jeder an Land konnte es sehen. Und ablaufmäßig, Paradeordnung hat auch wunderbar geklappt. Also alle haben super mitgearbeitet. Das Schlepperballett um 3 Uhr beim Ziel in Bremerhaven ist kein Teil der Parade. Im Gegenteil, die Gewerkschaft Verdi nutzt das Event, um bessere Arbeitsbedingungen für die Schlepperfahrer zu fordern. Die Bühne ist geschickt gewählt. Viele Menschen wollen die Parade sehen. Klar, Pflichtprogramm. Ich bin Bremerhavenerin, aber ich gehe da schnell nach Hause von der Arbeit und muss man sich angucken. Und so viele Schiffe auf einem Haufen sieht man hier ja auch frühestens wieder im Jahr 2025 zur Sail Bremerhaven.